Der sicherste Weg, sich vor UV-Strahlung zu schützen, ist UV-Strahlung zu vermeiden. Aber das ist draußen beim Fußballgucken gar nicht immer so einfach. Man kann auch nicht alle Körperteile bedecken. Für diese Hautstellen bleibt nur noch Sonnencreme. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch für das Fußballgucken draußen eincremt. Es ist je nach Hauttyp unterschiedlich, wie schnell man einen Sonnenbrand bekommt und wie viel Schutz man braucht. Aber es gilt immer, viel hilft viel. Sonnencreme verzögert zwar den Sonnenbrand, bietet dir aber keinen hundertprozentigen Schutz. Wenn man bei einem Fußballspiel also lange draußen und in der Sonne ist, sollte man einen hohen bis sehr hohen Lichtschutzfaktor verwenden. Ganz wichtig, nicht zu wenig nehmen. Man braucht 3 bis 4 gehäufte Esslöffel für den ganzen Körper eines Erwachsenen. Das ist echt viel. Und Nachcreme nicht vergessen. Wir haben in den Fanzonen der Austragungsorte Sonnencremespender aufgestellt. Dort könnt ihr euch kostenlos mit Sonnencreme versorgen. Unbekleidete Hautstellen sollten mit viel Sonnencreme gründlich eingecremt werden. Achtung, Stellen wie der Haareinsatz oder Übergänge zur Kleidung und die Ohrläppchen werden gern vergessen. Also ich habe mich jetzt für mein Gefühl sehr gut eingecremt, aber die UV-Kamera zeigt, wo Lücken geblieben sind. Also seid gründlich und lasst nichts aus. Viel Spaß mit den weiteren Spielen der Euro. Bleibt uns treu, wenn ihr noch mehr UV-Tipps sehen wollt, nicht nur zum Fußball gucken. Und vor allem, bleibt gut geschützt.